Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Inverbis Virtus. Ich habe ein wenig nachgedacht. Unglaublich, ich denke. Normalerweise wird es immer schwierig, wenn ich denke, weil da kommt meistens Blödsinn bei rum. Und zwar, folgendes ist der Fall. Sämtliche Rätsel, die ich hier irgendwie hatte, wo ich mich relativ blöd angestellt habe, waren simpel. Also habe ich mir mal gedacht, okay, wie machst du das jetzt hier am besten? Im Endeffekt will ich verhindern, dass der Strahl von hier dahin kommt. Ich habe ja versucht, hier mit Säule irgendwie da und hier und hast du nicht gesehen. Ich habe es nach der letzten Folge einmal kurz ausprobiert und das hat sogar geklappt. Ich habe es aber wieder da alles hingeschmissen, weil ich euch das ja auch so zeigen will. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist nicht die Lösung. Es gibt auch noch andere Ansätze. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Passt auf. Obe Kenu. Und dadurch, dass ich schon wieder rausgetappt hatte, habe ich schon wieder kein Fadenkreuz hier. Mal sehen, ob ich das jetzt nochmal hinkriege. Das ist nämlich ein bisschen tricky. Obe Kenu. So wird sie nicht halten. Hätte ich das denn eben gemacht? Obe Kenu. Ja, ich hing auch eben hier einen kleinen Augenblick da dran. Nein! Verdammt. Obe Kenu. Vielleicht lege ich sie mal quer. Könnte klappen. Ectulume. Tada! Da haben wir es doch. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Blöd, Mann. Okay. Nächster Raum. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber ich speichere auch erstmal. Erfolgserlebnisse. 3 Folgen aufgenommen und ich habe Erfolgserlebnisse. Das habe ich echt total selten, deswegen... Das brauche ich jetzt. Noch mehr Licht. Da war ich ein bisschen eilig. Viele Masken. Gruselige Masken. Und Blut. Ist doch Blut. Wo kommt das Blut her? Ectulume. Okay, es wird wieder ein Spaß für Groß und Klein hier. Oder auch nicht. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Spiegeln. Warum müssen hier Spiegel sein? Variiert der Strahl denn irgendwie? Ja, tut er. Aber er kommt noch nicht dahin, wo er hin soll. Falsch. Ach, immer dieses Präzisionsgehabe hier. Ja, nee, komplett falsch. Ich möchte fast, ich muss höher. So machen wir das auch mal. Ectulume. Ja, nein, falsch. Ectulume. Wo landet er jetzt?
im Nirvana. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Dümmste im ganzen Land? Steht vor mir, na 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 na. Okay. Das ist blöd. Das mag ich nicht. Komme ich da nicht gerade her? Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hinlaufe. Tialuda. Falsch. Lumetial. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass ich den gleich noch brauchen werde? Natürlich werde ich ihn brauchen. Hallo? Ich bin einfach zu klein für diese Welt. Obi Kenu. Das ist hier wieder so ein Rätsel im Rätsel. Obi Kenu. Wie, das war's schon? Glaube ich ja jetzt nicht. Auf jeden Fall wurde oben was aktiviert. Hier war ich ja gerade eben schon. Es wäre jetzt mal interessant zu wissen, was das denn hier aus... Ah, da. Sagt man da doch mal einer. Hüpp. Oh. Okay. Ja. Nee. Lumetial. Also es hat sich hier die Treppe jetzt hierhin bewegt. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Aber was ich effektiv jetzt mit dieser Treppe anstellen kann, weiß ich noch nicht. Die Weiße Stadt. An jeden Morgen huldigten die Bewohner der Weißen Stadt der aufgehenden Sonne. Sie wurde Justitia genannt, da sie die Welt auf die gleiche Weise erhellte. Mhm. Die Paläste und hohen Türme wurden offen gehalten, sodass sie mit dem Tageslicht erstrahlten. Und wenn man nach oben sah, waren sie von Wolken umgeben. Viele Jahre lang wuchs und gedieh die Stadt und sie wurde mächtig und überall hoch geschätzt. Im Laufe der Zeit wurde es immer weniger Menschen. Habe ich ein N verschluckt? Die dem Sonnenaufgang huldigten und nur eine kleine Gruppe, die sogenannten von Justitia auserwählten, wurden dazu abgestellt, das morgendliche Ritual abzuhalten, was ihnen das Recht gab, die einzigen zu sein, die das Ritual durchführen und die Stadt kontrollieren konnten. Gegner wurden vor das Gericht von Justitia gebracht und dazu gezwungen, den ganzen Tag lang auf die Sonne zu starren, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Es wurden keine andere Macht toleriert und bald wurden sie zu einer habgierigen Kaste, welche die Reichtümer für sich beanspruchten, sich dem Luxus hingaben und Ungerechtigkeiten zuließen. Doch die Stadt florierte weiterhin und die Einwohner wurden zunächst darauf vorbereitet und später dazu gezwungen, ihre Machtstellung zu erdulden. Eine Hungersnot und eine lang andauernde Regenperiode, während derer die Sonne nicht zu sehen war, führte endlich dazu, die Autorität der Auserwählten zu Fall zu bringen. Sie waren die Ersten, die von den an Hunger leidenden Menschen verschlungen wurden. Kannibalismus, hier! So viel Blut, das auch von Regen nicht fortgespült werden konnte, und viele von ihnen, die nicht sterben wollten, begossen sich selbst mit Wasser, um ihre Stärke zurückzugewinnen. Eine Seuche löschte alle Überlebenden aus und im Laufe der Zeit zerbröckelten die weißen Mauern der Stadt. Halte dich von den Ruinen der weißen Stadt fern, denn nach Anbruch der Dunkelheit erwachen die Verirrung der Schöpfung geboren aus dem Blut der von Justitia auserwählten.
das war schon. Okay. Ja, die weiße Stadt. Okay. Will ich gar nicht hin. Alles cool. Mag ich nicht. Ich will nicht von irgendwelchen Geistern verschlungen werden. Aber ich sehe es schon kommen. Doch. Autsch. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass ich schon zum Teil in der weißen Stadt selber bin? Okay, wenn ich das unterbreche, indem ich mich mit meinen fetten Hintern da drauf stelle. Bringt das rein gar nichts? Aber was ist? Jetzt habe ich gerade mal einen ganz blöden Gedankengang. Das sehe ich von hier aus jetzt leider nicht. Moment, 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 Moment. Nö. Doch. Pass mal auf. Wir machen jetzt mal was. Ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen müsste? Nee, ne? Obe Kenu. Obe Kenu. Obe Kenu. Du, komm ich nicht hin. Müssen wir anders machen. Ich habe nämlich meine berechtigten Zweifel, dass ich den Brocken durch diese fette Luke hier durchkriegen würde. Ah, guck mal da. Text. From 01, from 13, from 3, the void. Okay. Freaky. Obe Kenu. Tata. Jetzt machen wir das mal ganz praktisch. Obe Kenu. Ob das so Sinn macht, wie ich mir das jetzt vorstelle, das werden wir gleich erfahren. Jetzt hängt mir mein Zettel hier im Gesicht. Halb. Namet Ecto. Namet Ecto. Nein. Wollte ich nicht. Glück gehabt. Nicht geplant, aber... Telekinese. Aber den hatten wir doch schon. Stillstand da unten. Objekte, die durch Telekinese bewegt werden, können in der Luft angehalten werden mit dem Spruch Opun OB. Wieder ein neuer Spruch. Schön. Opun OB. Ach, das geht auch? Warum sagt mir das keiner? Namet Ecto. Ecto Namet. Obi Kenu. Jetzt will ich mal was wissen. Lume Tial. Lume Tial, warum reagiert er dann nicht? Ecto Lume Tial Uda. Schön. Jega Mide. Atul Agni Uda Notem. Notem. Soll ich das auch so betonen? Geil! Neuer Zauberspruch. Stillstand. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich hier jetzt nicht mehr lebend runterkomme. Doch. Coole Nummer. Wie bin ich jetzt hier eigentlich reingekommen? Wo bin ich hergekommen? Das weiß Gott allein. Jungs, Ladies, helft mir mal. Wo bin ich denn überhaupt hergekommen? Ich find's gerade ein bisschen phänomenal. Hier. Ella Badge.
Ich fühle mich gerüstet. Ich habe nämlich jetzt auch schon eine ganz geile Idee, was ich mit diesem Zauberspruch anstellen kann, nämlich im Lavaraum. Und da marschieren wir jetzt schnurstracks hin, wenn ich den Weg finde. Jupp, falsche Richtung. Komm. Jägermide. Ich bin ja jetzt ein wenig happy. Because I'm happy. Und jetzt sperrt mir YouTube dieses Video, weil ich urheberrechtlich geschütztes Material verbreitet habe. Ha, weg. War das hier? Nö. Weiter im Text. Jägermide. Ich habe schon wieder den Namen von dem Zauberspruch jetzt vergessen, aber das ist egal. Ich habe ihn. Ich kann nachlesen. Ich kann arbeiten. Wenn ich in die richtige Richtung laufe. Tata, tata. Tata, tata, tata. Brauch Wasser. Wasser, 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 Wasser. Los, komm. Jäger, Nide. Solltet ihr eigentlich mal darstellen, Jungs? Wisst ihr das selber überhaupt irgendwie? Verschwindet. Ich bin hier falsch, das weiß ich selber. Aber es gibt hier Wasser. Jägermide. Weil die Käfer hatte ich jetzt gerade ehrlich gesagt eben nicht auf dem Zettel gehabt. Mache du auf. Weil wir rennen nämlich rechts rum. Rechts rum? Rechts rum. Na, hier wäre auch Wasser gewesen. Toll. Jägermide. Oh, ich bin happy. Nein, wirklich. Ich freue mich, dass ich jetzt hier diesen Zauberspruch endlich bekommen habe, weil jetzt kann ich endlich da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Ich will auf jeden Fall schon mal in den Lavaraum gehen. Wofür ich hier aber falsch bin. Dieses Spiel ist demotivierend. Da hat man nach langer Zeit ein Erfolgserlebnis und wird dann gleich wieder abgeschossen. Vor allem werde ich aus den Symbolen nicht so wirklich schlau, die auf der Karte verzeichnet waren. Welcher denn jetzt was darstellen soll? Jägermide. Und selbst wenn ich hier noch tausendmal im Kreis laufe, mir egal. Ich hab, was ich wollte. Und früher oder später finde ich den Weg. Jägermide. Aha. Ich wollte nur mal gucken, ob das Ding hier auch aufgeht mit diesen Symbolen. Nicht, dass ich irgendwann hier wieder vorstehe und mir denke, ach, guck mal, hättest du doch machen können. So, wir sind hier. Das hilft mir just in diesem Moment aber noch nicht weiter. Eben weil wir hier nichts zu machen haben. Aber wir sind wieder in den Raum mit diesen Zeichen. Und da müssen wir hin, weil da geht es zum Feuerraum. Das heißt, raus, links rum. Den Weg folgen. Kreuzung rechts, rechts.
Nein, ich hab's nicht wieder vergessen. Jägermide. Ich wollte mich nur heilen. Das ist wichtig. Links, Weg folgen, erste Kreuzung. Rechts. Weiterer Weg. Rechts. Das kriege ich hin. Glaube ich. Ich sollte aufhören, hier auf meine Karte zu gucken, weil ich hab's ja im Kopf. So, rechts. Jägermide. Und weiter im Text. Und rechts. Tada! Ich glaube, ich habe mittlerweile das System der Karte verstanden. Oh, scheiße. Ich werde hier noch verbrannt. So, bevor es hier jetzt weitergeht, speichern. Käfern ausweichen. Jägermide. Und safe. Safe, habe ich gesagt. Ich bin schwer begeistert. Aber wir werden das Erlebnis erst in der nächsten Folge haben. Wir sind gerüstet, das heißt, wir können von hier aus direkt einmal geradeaus durchstiefeln in den tollen Lavaraum und jetzt endlich was schaffen. Das heißt, ihr kennt es, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.